Schönen guten Morgen. Schöne Grüße hier aus Los Angeles, Huntington Park. Wir sind hier bei der ETI. Das ist Dennis. Ja, der Dachverband, wo halt Freedman Amps, seit neuestem auch Soldano, später mehr dazu. Tone King und so weiter und so fort hergestellt werden. Wir gehen jetzt einfach mal rein. Geiles Wetter. Geiles Wetter. Entschuldigung, ich musste immer das Mikro so vor die Nase halten wegen dem ganzen Kram. Also so. Ja. 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 Sag doch mal eben, was wird hier alles produziert, Dennis? Ist eben halt, wie du schon sagtest, ein Dachverband. Wir sind Contract Manufacturer für mehrere Marken und ein paar, die wir in eigenem Namen produzieren. Das ist größte oder bekannteste Marke sicherlich Freedman, dann machen wir die Mompler-Pedale, Tone King, Synergy, Bogner, Dietzel-Pedale, Matthews Effects, Morgan Amps und seit neuestem eben auch Soldano. Okay, ja, dann gehen wir mal rein. Du hast gesagt, man startet immer mit dem Holz. Fangen wir mit dem Holz an. So, hier sind wir jetzt, hier ist irgendwas mit Holz. Dennis, genau. Okay, was gibt's zu erzählen? Hier fängt im Grunde alles an. Ne? Wir haben eben eine große Holzwerkstatt. Wir machen im Grunde wirklich von A bis Z an den Amps machen wir wirklich komplett. Die Jungs schneiden hier das Holz zu. Es gibt sogenannte Golden Samples. Ne? Die stehen hier überall verteilt rum, um dann eben zu checken, ob das wirklich alles noch so ist wie gedacht. Wir haben da drüben eine große CNC-Fräse, die jetzt Gott sei Dank nicht läuft, weil die ist ziemlich laut, sonst können wir jetzt hier nichts verstehen. Im Grunde werden da die riesen Holzplatten zugeschnitten. Dann sehen wir hier gleich mal hier vorne auf den Stapel Films, ne, werden dann eben zum Beispiel hier Backplates für einen gewissen Amp halt gemacht. Mhm. Und das Ganze wandert dann eine Station weiter zu den Jungs hier vorne. Die zimmern das Ganze dann eben zusammen, Leim, Schrauben, Nieten, was auch immer. Das Ganze wird dann tausendmal mit einem Sandpaper geschliffen. Geschliffen, genau. Handgeschliffen? Ja. Also handgefertigt, handgeschliffen dann natürlich auch. Was? Klar, CNC-Fräse ist mit drin, ja. Weil einfach, das muss halt haargenau sein. Ne? Da darf hinterher nichts wackeln, da darf gerade bei dem Combo, wo sich ein Speaker bewegt, geht es auch um Lautstärke und gewisse Drücke und ich weiß nicht was, da darf nichts ratteln und ich weiß nicht was. Ne? Genau. So, das Ganze wird dann eben dann zusammengeschraubt. Kannst du da hinten, könnt das zum Beispiel sehen. Vielleicht gehen wir gerade mal rüber. Vielleicht, ja, siehst du es so? Genau. Also jeder einzelne wird dann eben halt von Hand auch eben abgeschliffen, bis es passt. Eben halt verstärkt. Das heißt, wir haben so ein Output von, ich glaube, 30, 40 von so Cabinets irgendwie am Tag. Das ist am Tag? Am Tag. Das ist nicht, und das ist nicht viel. Also wenn du überlegst, dass so viel, wie viele Marken es sind, irgendwie, was für einen weltweiten Markt. Irgendwie, da kannst du sehen, irgendwie ist halt jetzt nicht irgendwie so Hulli-Fudli, sondern da wird echt mit Liebe irgendwie halt noch dran gearbeitet. Ne? Bis ja, ist aber doch schon cool. Ist, ne? Ja. Hier kann man es schon so ein bisschen sehen, da hinten zum Beispiel. Also von außen kommt ja immer, ich sag mal, eine Art Kunstleder, ein Vinyl drauf. Von innen werden die alle komplett schwarz ausgesprüht. Da haben wir einen Spraybooth irgendwo da hinten. Können wir gleich vielleicht mal als nächstes hergehen. Mal gucken, ne? Selbst wenn du siehst, irgendwie scheiße, da müssen in so kleine Dinger noch tausende Löcher reingemacht werden und. Ne? Das ist, unser Kamerakind ist gerade abgehauen. Ah, okay. So, Kamerakind. Lukas ist jetzt auch wieder da. Guck mal, Lukas, da werden Löcher gebohrt. Nein, aber halt auch Handarbeit und in Präzision. Finde ich irgendwie cool, das zu sehen. Also sind halt auch nicht wahnsinnig viele Leute hier. Und die hier sind, die sind irgendwie zum Teil schon irgendwie 30 Jahre hier. Ne? Das ist also auch schon, die wissen, was zu tun. Ne? Haben wir hier diesen Spray-Boost, das heißt irgendwie, ne, alles wird ja von innen schwarz angesprüht. Damit das auch hinterher schön ist, hat keinen klanglichen Effekt natürlich, aber muss ja schicki aussehen. Ist jetzt hier dunkel, aber... Ja. Ne? Das heißt, irgendwie, sobald das Holz. Eine Sprühkammer. Sobald das Holz eben, oder das Holzcabinet fertig ist. Hier macht ihr wahrscheinlich die Boxen drauf oder sonstige große Sachen, ne? Dann, die ihr dann ansprühen könnt. Genau. Da werden dann die Boxen dann oben drauf gesetzt. Bluff, und dann kann man so schön drin rumsprühen. Und dann ist das gut. Okay.
Und dann eben die Ladies, unsere Vinyl-Ladies, holen sich dann eben hier aus dem Bestand, den wir hier fertig haben, holt sie sich jetzt eben halt hier was ab. In dem Fall ist das eine Freedman 1x12, ein Combo. Kombo. Das ist auch ein spannendes Thema, das hört man ja auch von allen, dass dieses Vinyl-Beziehen ist wirklich sehr viel schwieriger, als man so denkt. Oder wenn man mal drüber nachdenkt, ne, das faltenfrei hinzukriegen, ist echt schon so eine Sache. Das ist eine Kunst tatsächlich und das dürfen eben halt tatsächlich auch nicht alle machen. Die Ladies, die das hier machen, die machen das da drüben. Ewig. Und es ist tatsächlich super spannend. Das ist echt eine Art Kunstform, finde ich irgendwie. Ja. Also auch mit welcher Ruhe und Gelassenheit die da rangehen irgendwie, das ist krass. Hey Lady. Hallo. Ja. Hat jetzt nicht geklappt. Hey. Ja. Im Grunde ist das so der nächste Schritt. Ne? Mhm. Sobald das fertig ist, sozusagen, wird das eben hier gelagert oder eben halt kommt schon mal in das nächste Regal. Parallel kann, also es ist so layoutet, wir haben im Grunde zwei Produktionsbereiche, ne? Okay. Bei EMS. Also wir haben einmal den Holzbereich, den ihr jetzt gerade gesehen habt, und hier den Vinyl. Und hier den Bereich, da gehen wir gleich nochmal, kannst du mal kurz rüberschwenken, aber da gehen wir gleich nochmal genauer hin. Das ist das Final Assembly, weil in dem anderen Teil der Halle wird die ganze Elektronik halt gemacht. Ne? Die wird, da gehen wir jetzt durch, zeige euch, was da passiert. Und das trifft sich quasi wieder hier und wird dann hier entsprechend von den Jungs verheiratet. Ne? Heißt, das Elektronik-Chassis kommt da rein, nachdem es schon eben mal getestet worden ist, ne, wird es im Grunde noch verheiratet und eben eingepackt. Geht's hier vorne weiter. So, gucken. Ah, das ist da. Okay, was ist das für eine Maschine? Laser-Raum. Irgendwas mit Laser, geil. Genau, das heißt, jegliche Frontpanels machen wir eben selber. Besteht eben aus eben so einem Stück Plexi, der hier mit einem Laser-Cutter eben auf Präzision gefertigt wird. Da können wir im Grunde fast jedes Material eben halt verwenden. Deswegen kannst du auch als Freedman-Kunde zum Beispiel sagen, auch Gold ist überhaupt nicht meine Farbe. Klassisch Freedman ist eben Kombination Schwarz-Gold. Ne? Wenn da jetzt jemand sagen möchte, ich möchte ein pinkes Vinyl und ein weißes Frontpanel. Gar kein Problem. Überhaupt kein Problem. Einfach irgendwie, ne, bei einem Händler wie euch. Eben bei einem Händler wie uns. Oder bei jedem anderen natürlich auch, der jetzt keinen Föhn umrennt, könnt ihr das dann bestellen. Moment. Auch eine Variante. Theoretisch können wir das Ganze auch aus Holz machen. Okay. Ne? Mhm. Oder nicht nur theoretisch, haben wir schon gemacht für Tonking oder einige. Das Ganze geht dann einen Raum weiter, ist gerade leider nicht in Betrieb. Das sind unsere UV-Printer, da haben wir mehrere. Da werden sowohl die Panels bedruckt, als auch eben unsere, die Pedale, die wir fertigen. Also die Grafiken der Pedale werden eben hier oben drauf gedruckt. Hier haben wir zum Beispiel, ganz witzig, um jetzt mal zu probieren, wie es geht, ne? Einfach das normale Chassis genommen, ein wenig Tape oben drauf, um dann mal eine neue Grafik auszuprobieren zum Beispiel. Ja, cool. Ne? Mhm. Genau. Jo. Dann genau, kommen wir in den Elektronikbereich. Gehen wir erstmal einmal ein bisschen weiter durch. Da halte ich gleich noch was rüber. Wie gesagt, hier ist gerade ja Todesstille, alle sind auf der NEM und bauen einen Stand auf. Aber im Grunde ist es so, wir haben hier den Handwired-Bereich eben, wo die M-Chassis zusammengebaut werden. Kriegen dann immer. Das ist natürlich nach Produktions, also dann machen wir Rund 50s zum Beispiel oder was auch immer, irgendwie Pink Tacos, BE 100 und dann nächsten Tag sind es dann eben Tonking Imperials oder was auch immer, ne? Genau, mehrere Plätze, mehrere Leute, die das machen. Das Ganze landet dann eben auf diesen Amprex.
Hier, das sind die fertigen Geräte. Die gehen dann einen Raum weiter und werden getestet. Bei Freedman zum Beispiel ist tatsächlich so, jeder einzelne Freedman, und da jeder einzelne, wird von Dave Freedman eben selber getestet. Und der geht dann eben hin, wenn er sagt, yo, ist in Ordnung. Mal gucken. Der unterschreibt die dann auch, ne? Also jeder Kunde kann sich das auch gucken. Da gibt es seine Initials, wie es hier so heißt. Ja. Aber hier gibt immer auch ein Golden Sample, ne? Genau, wobei Dave hat das einfach selber im Ohr, und dann, wenn der das Ding durchgetestet hat, wird hier auf der Seite eben mit seinen Initialen unterschrieben. Da ist, glaube ich, einer, der fertig ist, ne? Da? Das ist einer, der zur Reparatur eingeschickt worden ist. Siehst du an der A-Nummer, ne? Okay. Annahme sozusagen, oder? Ja. Und das macht eben er für den US-Bereich, macht er das natürlich selber. Ne? Okay. So, was haben wir? Genau. Ja, dann vielleicht den Pedal-Bereich noch. Ja, gerne. Und der Dave unterschreibt jedes Panel ja auch, wenn es fertig ist und von ihm approved ist sozusagen, Dennis? Wenn er es für 100% richtig erachtet, unterschreibt er eben mit seinen Initialen drauf. Und das ist dann eben das Zeichen, der Amp ist fertig und kann eben zum Final Assembly gehen. Das heißt eben an die Stelle, wo eben Holzgehäuse und Amp miteinander verheiratet werden, ne? Okay. Ich zeige euch noch kurz schnell die Produktion der Pedale, und dann gehen wir mal rüber zum Final Assembly. Gut. Also ist dann so, wenn der UV-Printer fertig ist, sozusagen, jetzt haben wir hier mal einen kleinen Ausblick auf eine kleine Neuheit. Nein! Yes. Bogner. Die Bogner Neve Transformer Pedale bekommen ein neues, kleineres Gehäuse. Im Grunde ähnlich groß, fast wie der Bogner Ecstasy Mini, ne? Mhm. Gleiches Prinzip, gleiche Technik, gleiches Circuit. Halt auch der Transformer, Audio-Transformer drin. Also die Serie kriegt ein kleines Update. Ja, wie gesagt, die Bogner-Sachen machen wir hier, die Wampler-Geschichten machen wir hier, die Dietzel-Sachen machen wir hier, Matthews-Effects machen wir hier. Ja, und unsere Pedal-Ladies bauen das dann eben halt zusammen. Wie gesagt, jetzt krass. Gerade Mittagspause. Vielleicht ein bisschen, ist halt so. Ja. Wie lange braucht man ungefähr so ein, oder wie lange brauchen die, um so ein Effektgerät so zusammenzusetzen? Ungefähr. Natürlich auch wahrscheinlich sehr, sehr fix. Das hängt, glaube ich, eher tatsächlich von dem Effektgerät selber ab. Ne? Du hast ja ein paar, die sind sehr, sehr aufwendig, ein paar, die sind eben einfacher zu machen. Ich glaube nicht, dass man das. Ich dachte jetzt so ein Standard-Fuzz-Overdrive, irgendwie sowas. Na, also, und da machen wir machen es da auch so, während Amps komplett auf Bestellung sozusagen gebaut sind und deswegen eine entsprechende Lieferzeit haben. Na, irgendwie so bei 3-4 Monate so wäre so der Durchschnitt. Auch da hängt es ein bisschen ab von wie komplex ist so ein Verstärker. Bei Pedalen machen wir es so, die bauen wir eben auf Vorrat. Ne? Sodass, wenn ihr als Händler bestellt, macht dann Sinn. Das eigentlich direkt versenden. Ne? Genau. Ja. Im Grunde ziehen die sich dann eben halt das fertige Holzgehäuse von drüben. Hier stehen die fertig getesteten Amps eben halt. Und das Ganze wird dann eben hier Final Assembly. Hier sind die ganzen Logos, die Manuals, die Aufkleber, irgendwie und. Hier wird, ja, hier wird dann aus mehreren eins, ne? Cool. Genau. Ist halt auch echt irgendwie immer spannend und unterschiedlich, was hier so rausgeht. Irgendwie in was für Farben, in was für Custom-Optionen. Jedes Mal, wenn ich hier längs laufe, denke ich irgendwie, oh Mensch, oh, bist du auch noch nicht drauf gekommen. Das sieht auch geil aus. Ne? Ja. Ah, wir können mal drüben hingehen. Da sehen wir so ein paar Kastenoptionen tatsächlich. Pink. Ja, Pink Taco. Pink Taco. Ja. Macht jetzt Sinn. Red Taco. Das ist in dem Fall ein Gehäuse von dem Jerry Cantrell Jr. In Rot, ja, Weiß, Lila, Tweet. Ja, aber wir haben irgendwo ein Lager, ich weiß gar nicht, wo das ist, da hinten lagert irgendwo Tolex. Irgendwie. Wollen wir uns vielleicht auch mal angucken? Genau.
Also Tolex auf der Rolle irgendwie, genau. Oder so. Und wenn, wenn wir eine Anfrage bekommen von einem Händler, Kunden, wie auch immer, der gerne eine gewisse Farbe haben, die wir eben nicht da haben, gehen wir los und shoppen eben halt das richtige Material. Ne? Ja. Hallo. Tolexe. Tolen. Genau. Eben gucken, was wir hier Spannendes haben. Also von Kroko sehe ich schon. Jetzt hier. Orange. Snakeskin. Hier haben wir was. Kroko. Ja. Oh, das sieht auch spannend aus. Ich kann es jetzt hier leider nicht so komplett rausziehen, oder? Doch. Zum Beispiel für ein Morgenamp. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja. In der schwarzen Front. Was haben wir noch? Bordeaux-Rot. Wie gesagt, und dann sind das mitunter eben halt auch, ich sag mal, Reste. Eieiei, okay. es gibt auch Beige. Es gibt auch Beige hier. Der Friedhof der Farbe, ja. Ja, also wie gesagt. Ja, schön. If you can dream it, we can make it, war mal so, so ein Spruch. Ne? Das heißt, hier digital Camu. Ne? Das war auch mal in. Ne? Das war auch mal in. Genau. Was haben wir hier? Das ist so, ich glaube, das ist so. Die Welt ist groß und bunt und das ist gut so. Ja, guck mal hier, das ist so ein bisschen so Carbon-Optik. Ach, oh. Ja. Also wirklich, if you can dream it, we can make it. Aber ja, ein Fundus und vielleicht liegt hier noch was Schickes im Regal rum. Gut. Sehr interessant. Lass uns das mit dem Peter vielleicht machen. Und dann machen wir das mit dem Peter. Dann soweit sagen wir erstmal, haben wir jetzt schon echt eine Menge gesehen. Und dann Schnitt, näher nicht Schnitt, wir machen jetzt auf Wiedersehen. Also oder bis bald. Tschüss, bis später. So. Ja, eigentlich muss man immer weiter filmen. Irgendwie, das ist ja immer, latent ist man ja immer so. Ist man ja